Vor ein paar Videos haben wir ja schon mal diese Phasendiagramme gezeichnet und es ging ja auch um Eis. Es geht ja so weiter. Wir fangen mal bei minus 10 Grad kaltem Eis an. Bei diesen Phasenwechseln ist es übrigens völlig egal, ob du jetzt Grad Celsius oder Kelvin nimmst. Also wenn es um die Änderung von einem Grad geht, ist es völlig egal, ob es eine Änderung von 1 Grad Celsius oder 1 Grad Kelvin geht. Also wir fangen mit minus 10 Grad kaltem Eis an und dann, wenn du es aufheizt, führst du Energie zu und dann bewegen sich die Moleküle stärker, sie vibrieren erstmal stärker und die Temperatur steigt bis 0 Grad. Das ist nämlich der, wie ihr wisst, der Schmelzpunkt von Wasser. Und da passiert dann was ganz Interessantes. Wenn wir jetzt weiter Hitze hinzuführen, dann steigt die Temperatur nicht an. Zumindest in dieser Phase hier. Was passiert hier drin? Die Hitzeenergie wird hergenommen, um diese Gitterstruktur von den Wassermolekülen aufzubrechen. Also hier unten ist es noch Eis und hier ist es 0 Grad kaltes Eis. Und wenn wir dann Hitze hinzuführen, kriegen wir 0 Grad kaltes Wasser. Also bei 0 Grad kannst du Eis haben oder eben auch Wasser. Und wenn du aus Eis Wasser machen willst, musst du Energie hinzuführen und danach wird einfach das Wasser wärmer. Bis hin zu 100 Grad, das ist ja der Kochpunkt von Wasser. Und da oben passiert dann was Ähnliches, kriegst du nämlich nochmal so einen Phasenwechsel. Da wird die Hitze hergenommen, um potenzielle Energie in das Energie reinzustecken. Und da werden dann quasi die Moleküle voneinander weggedrückt, so als würde ich von der Erde weggedrückt werden und dann würde ich auch wieder runterfallen. So können die Moleküle auch wieder runterfallen. Also die Energie brauchst du, hier hast du 100 Grad heißes Wasser, das flüssige Wasser, und hier hast du 100 Grad heißen Wasserdampf. Und wenn du dann weiter Hitze zuführst, dann steigt einfach die Temperatur von dem Wasserdampf. Und das habe ich euch ja schon mal gezeigt und du denkst, naja, jetzt habe ich das eigentlich schon ganz gut kapiert, aber jetzt will ich eigentlich schon wissen, wie viel Energie genau muss ich jetzt eigentlich hier zufügen. Und dazu brauchst du diese Zahlen und die sind spezifisch für Wasser. Wenn du jetzt irgendein anderes Element oder Molekül dir anschaust, dann kriegst du einfach ein bisschen andere Zahlen. Die erste Zahl hier links ist die Fusionshitze. Das ist sozusagen die Menge von Hitze, die du brauchst, um 0 Grad kaltes Wasser in Eis zu verwandeln. Also dieses hier. Das ist auf dieser Achse. Hier brauchst du 333 Joule von rechts nach links zum Eis und von links nach rechts ist es von Eis zu Wasser. Das ist die Fusionshitze. Und du kannst das so vorstellen, das ist etwas, was du brauchst, um eine Fusionshitze, um eine Flüssigkeit herzustellen. Das Entscheidende ist aber also die Zahl, die 333. Und hier hast du die Verdampfungshitze. Das ist über 2000 Joule pro Gramm, 2257 genau. Und das ist jetzt auf dieser Achse hier. Und es geht also um 1 Gramm Wasser, wenn du davon 100 Grad heißes Wasser hast. Und wenn du das umwandeln willst in 100 Grad heißen Dampf, dann brauchst du eben genau diese Energiemenge, diese Menge an Hitze. Du musst also 2257 Joule in das System reinbringen. Wenn du Dampf kondensieren lassen willst, dann musst du eben die gleiche Energiemenge wieder rausnehmen. Und jetzt weißt du ungefähr, wie viel Energie du brauchst für diese Phasenwechsel. Aber wie viel Energie brauchst du jetzt, um 1 Gramm Eis um 1 Grad auf zu heizen? Und dafür gibt es diese Zahlen. Da brauchst du 2 Joule pro Gramm für 1 Grad Kelvin. Und wenn also Wasser fest ist, also wenn es Eis ist, brauchst du das. Wenn es flüssig ist, brauchst du ungefähr so das Doppelte, nämlich 4,1 Gramm Joule pro Gramm. Und wenn es dann Dampf ist, brauchst du eben ungefähr was Ähnliches wie fürs Eis. Diese Zahlen geben dir also an, wie viel Energie du brauchst,
um die Phasen Wechsel herbeizuführen. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Wir haben also minus 10 Grad kaltes Eis. Wie viel Energie brauchen wir, um das in 110 Grad heißen Wasserdampf zu verwandeln? Also als erstes müssen wir ja quasi von minus 10 Grad zu 0 Grad kaltem Eis gehen. Und das sind also 10 Grad. Wie viel Hitze brauchen wir dafür? Das rechnen wir jetzt mal aus. Und die Hitze sieht nämlich so aus. Und jetzt nehme ich einfach mal die Zahlen von da oben nochmal. Also ich brauche 2,5, 2,05 Joule, 2,05 Joule pro Gramm pro Kelvin. Das ist unsere spezifische Hitze. Und jetzt will es natürlich noch wissen, wie viel ich habe. Also sagen wir mal, wir haben 200 Gramm von dem Eis. Das ist die spezifische Hitze mal 200 Gramm mal die Temperaturdifferenz, also mal 10 Grad. Das ist Kelvin. Kelvin, das kürzt sich dann raus. Die Kelvin und die. Rechnen wir es mal aus, dann nehme ich jetzt mal den Taschenrechner. Tippe ich jetzt ein: 2,05 mal 200 mal 10. Also nochmal: 2,05 mal 200 mal 10 gibt 4100 Joule. Schreibe ich jetzt mal hier hin in einer anderen Farbe: 4000 100 Joule brauche ich. Okay? Also, das haben wir hier gemacht. Das ist dieser Teil hier unten. Das macht 4100 Joule aus. Jetzt müssen wir dieses 0 Grad kalte Eis in 0 Grad kaltes Wasser verwandeln. Wir gehen also von 0 Grad Eis zu 0 Grad Wasser. Wie viel Energie brauchen wir hier? Hier brauchen wir die Fusionshitze. Wir müssen diese Hitze hinzufügen. Das ist also 333,55 Joule pro Gramm. Also schreibe ich das nochmal hin. 335,55 Joule pro Gramm mal 200 Gramm. Was macht das jetzt? Nehme ich wieder den Taschenrechner. 335,55 mal 200 gibt 67.110. So, ich nehme wieder eine blaue Farbe. 67.110 Joule, um das Eis zu schmelzen, von Eis zum Wasser zu kommen. Und jetzt kommt der große Sprung von 0 Grad kaltem Wasser zu 100 Grad heißem Wasser, also flüssigem Wasser, ne? Das ist die flüssige Phase. Jetzt nehmen wir wieder die spezifische Hitze des Wassers. Das war 4,178 Joule pro Gramm pro Grad Kelvin. Also 4,178. 4,178 ist das genau. Joule pro Gramm pro Celsius mal 200 mal 100, weil ja die Temperaturdifferenz 100 Grad ist. Also die Gramm kürzen sich weg, die Celsius oder Kelvin kürzen sich weg. Und jetzt rechne ich das wieder aus. Nehmen wir wieder den Taschenrechner. So haben wir also 4,178 mal 200 mal 100. Das macht Moment, das habe ich mich vertippt. Nochmal. 4,178 mal 200 mal 100 macht 83.560 Joule. Schreibe ich jetzt hier mal hin. 83.560 Joule. Na, check mal das nochmal. Das macht also 800 mal 100. Gibt jawohl Überschlagsrechnung. Jetzt haben wir es also mit 100 Grad heißen Wasserdampf zu tun. Jetzt haben wir sozusagen den Dampf und jetzt müssen wir den auch auf 110 Grad weiter erhitzen.
So, jetzt nehmen wir diese Zahl. Macht also 1,89 Joule pro Gramm pro Kelvin mal 200 Gramm, das bleibt immer gleich. Und wir führen ja jetzt keine Masse hier zu oder nehmen nichts weg, mal dem Temperaturunterschied mal 10. Tippe ich die Zahlen wieder ein. Also, es ist ein 10 Grad Unterschied, also 10 mal 200, ich mache es jetzt mal andersrum, mal 1,89. Das gibt 3780 Joule. 3780 Joule. Oh, jetzt merke ich, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aha, okay, wir haben also hier, ist jetzt nicht so ein schlimmer Fehler. Aber passt bitte nochmal auf, ich habe also hier 100 Grad heißes Dampf. Das ist ja diese Energie. Und jetzt habe ich gerade gerechnet, wie viel brauche ich jetzt also bis 110 Grad. Das ist also dieser Part hier, die Außen. Jetzt habe ich hier das hier vergessen, also wie viel Energie brauche ich, um von 100 Grad heißem Wasser zu 100 Grad heißem Wasserdampf zu kommen. Hätte ich also vorher noch machen müssen. Aber das machen wir jetzt, das ist nicht so schlimm. Also wir sind von 100 Grad heißem Wasser auf 100 Grad heißen Wasserdampf. Wie viel Energie brauchen wir da? Das ist dieser Schritt hier, der Phasenwechsel, der zweite Phasenwechsel. Das ist 2257 Joule pro Kilogramm mal 200. Und das macht, kleinen Moment, so, 2257 mal 200 gibt 451.400 Joule. 451.400 Joule. Jawohl. Das ist dieser Part hier. Das ist 451.000 Joule, um eben diese 200 Gramm Eis eben in die Dampfphase zu bringen. Und das hier ist 3780. Und jetzt willst du vielleicht wissen, was die Gesamthitze ist. Und um das eben von minus 10 Grad auf 110 Grad zu bringen, wie mache ich das? Und da addieren wir jetzt einfach die Einzelenergien, die einzelnen Schritte, die wir jetzt hier gemacht haben. Das machen wir jetzt einfach mal. Also nochmal kurz. Also von minus 10 Grad bis 0 Grad habe ich 4100 plus 67.110. Ich mache das mal außerhalb des Bildschirms. Plus 67.110 plus 83.560, das ist von 0 Grad bis 100 Grad Wasser, plus 83.560, sind wir schon bei über 100, 140.000. Und jetzt kommt hier die 100 Grad Wasser auf 100 Gramm Dampf, das sind plus 451.400 Joule. Und jetzt am Schluss, und jetzt sind wir bei 100 Grad heißem Wasserdampf und da muss man auf 110 Grad heißem Wasserdampf kommen. Das sind nochmal 3780 Joule dazu. Und insgesamt gibt es 609.000 Joule. Dieser ganze Schritt hier von minus 10 Grad kaltem Eis auf 110 Grad heißen Wasserdampf, brauchen wir 609.950 Joule oder 609 Kilojoule, um das Ganze zu machen. Und das ist ganz interessant und du denkst dir, oh, das ist ja eine riesengroße Zahl. Aber so ist es in Wirklichkeit nicht, aber bei Kilojoule wird es etwas interessanter. Und denk dran, das ist ungefähr nur ein halbes Pfund Eis. Und das könntest du auch zum Beispiel auf deinem Herd zu Hause machen. Und dafür brauchst du 609 Kilojoule, um das zu machen. Das könntest du zu Hause auf deinem Herd machen, aber bitte, da musst du auch aufpassen.